Wieder Samstag, wieder 18.30 Uhr, wieder ein schwerer Gegner für Werder. Borussia Dortmund heißt er dieses Mal. Und Probleme gibt es halt weiterhin in der Offensive. Werder hat letzte Woche gegen Leipzig das erste Mal seit einem Jahr im Weserstadion überhaupt kein eigenes Tor erzielt. Mit Julia Osako und auch Niklas Füllkrug fehlen halt zwei wichtige Spieler, die beide wettbewerbsübergreifend schon 6 Treffer erzielt haben. Ich sitze hier mit unserem Experten Dieter Eils. Wie soll, wie will Werder dieses Vakuum auffangen? Ja, erstmal muss man sagen, dass Leipzig natürlich auch eine brutal starke Defensive hat. Also es ist ja nicht gewährleistet, dass es mit Füllkrug und Osako geklappt hätte. Sie haben häufiger schon zu Null gespielt und das jetzt zu sagen, dort war Werder nicht präsent oder nicht stark genug, finde ich, glaube ich, falsch. Nichtsdestotrotz, das sind eben zwei Spieler mit Füllkrug und Osako, die ihre Knipserqualitäten zumindest in dieser Saison unter Beweis gestellt haben. Gerade diese ganze Wucht, die Niklas Füllkrug in den letzten Wochen mitgebracht hat. Siehst du Spieler momentan im Kader, die das ja vielleicht nicht nur temporär, sondern auch auf Dauer wirklich ausgleichen können? Da muss man erstmal die Entwicklung abwarten. Ich finde, dass das Scholler einen sehr, sehr guten Ansätze hatte, der aber natürlich ein ganz, ganz anderer Spielertyp ist. Es muss man natürlich sagen, wir haben dort in dem Kader keinen Spieler wie Niklas Füllkrug, der solch eine körperliche Präsenz hat, solch eine Wucht hat. Und der wird mit Sicherheit fehlen. Aber ich halte nicht viel davon, immer über Leute zu sprechen, die nicht zur Verfügung stehen, sondern man muss sich mit denen beschäftigen, die da sind und die fit sind. Und das ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass Trainer und Mannschaft und Verantwortliche das auch tun, dass sie diese Leute stark reden, dass sie ihnen das Vertrauen aussprechen. Und dann kann man wirklich nur hoffen, dass das auch passt. Gerade vor so einem Spiel in Dortmund dann ungemein wichtig, dass Milot Rashica jetzt vielleicht wieder bei 100% ist? Ja, das wäre natürlich sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, weil er doch auch dort letztes Jahr gezeigt hat, wie viel Torgefahr er mit sich bringt, wie ruhig er auch geworden ist vor dem Tor, gerade in der Rückserie. Und das kann der Mannschaft natürlich erheblich helfen. Man sagt ja immer, gerade wenn Spieler nicht da sind, dann haben die anderen die Chance, in diese Lücken zu stoßen und sich selber zu beweisen. Traust du das einem Josh Sargent oder auch einem Jojo Eggestein schon zu, dass sie jetzt nochmal so einen Schritt machen in diesen kommenden Wochen? Ja, natürlich traue ich ihnen das zu. Man muss natürlich aber auch sagen, dass sie jetzt in einer anderen Rolle sind, als wenn alle Stammspieler da sind, die dann halt auch Lücken reißen, die Gegenspieler binden. Und jetzt sind sie halt diejenigen, die ganz genau beobachtet werden. Und da ist es natürlich nochmal um etwas schwieriger. Du kennst es aus eigener Erfahrung, dieses alte Sprichwort, der Sturm schießt Tore und sorgt für Siege, aber die Abwehr gewinnt Meisterschaften. Nur will Werder jetzt erstmal keine Meisterschaft gewinnen, aber ist vielleicht das der eigentliche Schlüssel, den Bremen jetzt bräuchte? Sich erstmal auf die Defensive konzentrieren, dann fallen die Tore vorne von ganz alleine? Ja, insgesamt ist das aber nicht unbedingt der Ansatz, den Florian Kohfeldt haben möchte. Aber sicherlich gibt es Situationen, in denen man halt sagen muss, man versucht erstmal kompakt zu stehen, man versucht aus einer geordneten Abwehr herauszuspielen. Und ich glaube, das hat das Spiel gegen Leipzig auch schon gezeigt, dass der Trainer dort schon so ein bisschen umstellt. Die Mannschaft hat defensiver agiert, hat kompakter agiert, hat, finde ich, auch in den ersten 45 Minuten wenig zugelassen. Und hat dort sehr, sehr konzentriert gespielt. Und wenn dieses wieder möglich ist am Samstag in Dortmund, dann glaube ich auch, dass dort was machbar ist. Machbar ist ein gutes Stichwort. Was glaubst du, muss passieren, damit Werder da nicht völlig chancenlos ist? Ja, man muss so kompakt, so geschlossen auftreten, wie es eigentlich auch gegen Leipzig der Fall war, gerade in der Defensive, dass man versucht, schnell hinter den Ball zu kommen, dass man versucht, die Räume eng zu machen, damit die Dortmunder dann halt auch nicht zu ihrem schnellen Konterspiel kommen. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein. Man muss natürlich trotzdem gucken, dass man sich ab und zu vom Druck befreit, dass er nicht zu groß wird, weil dann wird es wirklich auch ganz, ganz schwierig. Man muss auch für Entlastung sorgen, das ist schon wichtig. Dann sind wir wieder bei der Offensive. Wie würdest du aufstellen? Was glaubst du, also wen würdest du vorne bringen, um zu sagen, die bringen A, die Torgefahr mit und B, für diese Entlastung, damit die hinten mal durchschnaufen dürfen? Muss man abwarten, wie fit denn wirklich alle sind. Ich hoffe, dass Rashica auch wirklich zu 100% fit ist, dass er am Wochenende einsatzfähig ist. Bittencourt wird hoffentlich wieder richtig fit sein, dass bei dem alles passt. Also ich glaube schon, dass ich mit einem zentralen, körperlich robusten Spieler anfangen würde und einem, der drumherum spielt und halt einen sogenannten Zehner dahinter, dass ich schon mit der Raute auch wieder spielen würde. Aber man muss abwarten, was wirklich
jetzt möglich ist, welche Spieler zur Verfügung stehen, welche hundertprozentig fit sind, welche über 90 Minuten auch wirklich Gas geben können, damit Florian Kohfeldt möglichst wirklich dann auch den Vollen schöpfen kann und nicht schon nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten vielleicht wieder einen rausnehmen muss. Kurzer Tipp am Ende, was glaubst du, wie geht's aus? Auch bei aller Wertschätzung für den SV Werder glaube ich schon, dass die Dortmunder insgesamt die Nase vorn haben werden und 2-1 gewinnen. Ob Dieter richtig liegt oder sich geirrt hat, wir sind auf jeden Fall vor Ort und werden für euch berichten. Alles Wichtige bei uns in der WK Flutlicht-App oder auf weserkurier.de.